Am 28. Oktober feiert der Regisseur und Schauspieler Bernhard Wicki seinen 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigen wir Ihnen, verehrte Zuschauer, jetzt Bernhard Wickis ersten langen Spielfilm, Die Brücke, aus dem Jahre 1959, den größten Erfolg in der Geschichte des deutschen Nachkriegsfilms. Wirklichkeitsdicht wie kein anderer deutscher Spielfilm schildert Die Brücke am tragischen Schicksal einer Gruppe von Schuljungen, die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, der vor 40 Jahren begann.